Anja Time. Hallo zusammen, meine Damen und Herren, eine kurze Ankündigung für alle, die das vielleicht unterstützen wollen, weiterleiten wollen, irgendwie sich solidarisch erklären wollen oder interessiert sein an der Zukunft unseres Bildungssystems. Ich habe mich schon häufiger dazu ausgelassen, zu dem Einfluss der EdTech-Industrie auf das aktuelle Bildungssystem. Ich spreche nicht von den 90% der Startups, die nur das bestehende System unterstützen wollen und letztlich keine Disruption im klassischen Sinne betreiben, sondern ich spreche von den 10%, die interessant sind, weil sie dem gesamten System den Boden unter den Füßen hinwegziehen werden. In dem Zusammenhang würde ich ganz gerne zu der EdTech-Konferenz fahren nach London. Geht eine Woche und ich habe versucht, darüber hoheitliche Gelder zu akquirieren, um das zu finanzieren und um eventuell auch mal einen öffentlicheren Bericht dazu zu schreiben, inwiefern das die EdTech-Industrie, vielleicht auch das deutsche Bildungssystem oder das Bildungssystem in Dach oder überhaupt das Bildungssystem, wie wir es bisher kennen, beeinflussen könnte. Aber man sieht da im Moment noch keine Relevanz. Und von daher würde ich schauen wollen, ob es vielleicht da draußen irgendjemanden gibt, der vielleicht Interesse hat, so etwas zu unterstützen, zu fördern oder gar einen Bericht, welcher Art auch immer, dazu für hilfreich erachten würde. In den letzten Monaten habe ich mich immer wieder auch mit den Zertifikaten beschäftigt, in welche Bedeutung diese denn zukünftig noch haben werden in der Auswahl von Bewerbern, Bewerberinnen für den Arbeitsmarkt. Wir können erkennen, dass immer weniger Unternehmen darauf Wert legen, zumindest keinen gesteigerten Wert. Und da ist es natürlich schon interessant zu schauen, welche Alternativen sich da auftun, weil das sind natürlich Business-Nischen, in die man reingehen kann und die auch manche schon reingehen. Manche in größerer Form, in verstärkter Form, wenn wir uns Amazon, Google, Facebook, Microsoft anschauen, was die da produzieren, dann haben die ihr eigenes Ausbildungssystem und kommen zur Weiterqualifizierung der Erwerbstätigen. Und was dem staatlichen Bildungssystem noch übrig bleibt, ist im Grunde die Persönlichkeitsbildung, die vorgelagerte Ausprägung von Menschen, von gesellschaftlichen Wesen, die sich im Idealfall halt auch zugunsten der Gesellschaft einsetzen. Ich denke, darauf würde es zulaufen. Also wir haben einerseits hier vorne, und das haben wir auch in unserem Bildung 4.0 Buch gesagt, wir haben einerseits vorne ein sehr kompaktes, über vielleicht 13 Jahre hinweg bestehendes Bildungssystem, was schon sehr früh anfängt, vielleicht mit 3, 4 Jahren und dann so bis zum 15, 16 geht. Dort wird die Persönlichkeit mitentwickelt, in welcher Form auch immer wir diese Infrastruktur, dieses Bildungssystem als Infrastruktur dann auch betrachten wollen. Und dann werden das andere Player übernehmen, diese Menschen für den Arbeitsmarkt, solange es überhaupt noch eine Arbeitsgesellschaft gibt, für den Arbeitsmarkt dann zu qualifizieren, weil das bestehende System dazu nicht mehr in der Lage ist. Seitenarm wird natürlich die wissenschaftliche Forschung sein, die ihren eigenen Nachwuchs weiter ausbilden müssen, und da wird man sehen müssen, wie man das idealerweise hinbekommt. Aber für den klassischen Arbeitsmarkt wird das anders laufen. Insofern werden natürlich dann auch die Hochschulen davon beeinflusst sein werden. In welcher Form die Hochschulen, in der Form, wie wir sie jetzt kennen, überhaupt noch eine Legitimation haben, kann man auch schon heute in Frage stellen, wird man aber in Zukunft, und zwar in naher Zukunft, noch verstärkt in Frage stellen müssen. Da können Sie noch so viele Millionen da reinpfeffern. Es wird seitens des Arbeitsmarktes werden andere Prioritäten gesetzt, und es werden dann vielleicht, sofern es überhaupt noch Zertifikate braucht, dann andere Zertifikate sein, und zwar nicht die Hochschulzertifikate. Würde ich jetzt mal so als These hier in den Raum stellen, und um da mal zu schauen, wie weit die Entwicklungen dort sind, würde ich ganz gerne nicht nur das Ganze aus der Ferne beobachten, wie sich das da verhält und wer da auftritt und wie man sich da präsentiert, sondern ich würde direkt gerne vor Ort hingehen, weil es da eine Vielfalt an unterschiedlichen Aktivitäten gibt, die man mal sich begutachten muss und einordnen können muss. Und dazu würde ich ganz gerne hinreisen. So, das dazu. Wer da Interesse hat, das zu unterstützen, bitte per
Direct Message, persönlicher Nachricht, wie auch immer. Man kann mich kontaktieren oder über fräuleinflow.com. Meldet euch bei mir bitte und wir können vielfältige Rewards und Wegen einer Sache einen Bericht schreiben, der für die Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Oder wir können auch exklusivere Bereiche, Segmente innerhalb des Berichts vorsehen, die dann für einen bestimmten Zeitraum dann vielleicht auch nur dieser Institution oder diesem Förderer zur Verfügung stehen, sodass man da vielleicht einen kleinen Vorsprung hat. Oder wie auch immer, meldet euch bitte bei mir, sollte das für irgendjemanden da von Interesse sein. Und ja, bis dahin, bye bye. Ciao.